Wenn du lächelst, bist du auf dem richtigen Weg. Ich hatte bei 3, wie ich mich darauf vorbereiten kann, werde still, geh tief in dich hinein, verbinde dich mit der Quelle. In ihr sind alle Antworten. Dann habe ich nochmal gefragt, und wie genau? Dann kam die Antwort, öffne dein Herz und vertraue. Wenn du lächelst, bist du auf dem richtigen Weg. Sehr schön. Wenn und du lächelst, bist du auf dem richtigen Weg. Ja. Okay. Und bei 4 kam erstmal nur ein ganz starkes Ja, da habe ich auch Ausrufungszeichen hintergemacht, also werden wir sie wiedersehen, ja. Und dann fand ich den Satz total schön, die Trennung wird dann aufgehoben sein. Oh, wie schön. Sehr schön. Ja. Toll. Ich bin fast enttäuscht mit meiner Antwort für 4, weil ich es wahrscheinlich noch sehr von der menschlichen Perspektive angehe. Ich habe viele geliebte Menschen und Tiere, die schon auf der anderen Seite sind. Und ich bete, dass ich die alle wiedersehen werde, weil ich die auch vermisse und liebe. Und meine Antwort, die sie mir gegeben haben, war ja und nein. Die sind alle da für dich auf der anderen Seite, weil sie, also alle, nicht nur die Tiere und Menschen, die ich geliebt habe, sondern alle sind auch da auf der anderen Seite, weil sie die Bedeutung der Anziehungskraft verloren haben. Also wenn sie nicht mehr auf Erde mit der Anziehungskraft leben, sind sie alle für mich da, nicht nur die geliebten Menschen und Tiere. Und dann haben sie gesagt, du wirst sie alle wiedersehen und du wirst sie alle lieben. Liebe ist auf der anderen Seite anders als hier, sozusagen. Also hier habe ich halt spezielle Menschen und spezielle Tiere, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Und auf der anderen Seite haben sie mir gezeigt, ist nur Liebe. Alle warten auf dich. Und da habe ich gedacht, Mensch, aber ich hätte gern Squeaky oder so wieder gesehen. Und wer weiß, vielleicht ist es ja auch so. Ich verstehe schon, was die meinen. Es ist halt alles Liebe auf der anderen Seite. Weitere Informationen zu meinen Akasha-Chronik-Seminaren kannst du auf meiner Webseite finden. Dieses Video darf auch gerne geteilt werden, damit wir gemeinsam weiter wachsen können. Namaste.